würde ich gerne dann, wenn Sie fertig aus dem Reden auf die Bühne gehen und Sie dann veranstalten, 2 bis 3 Minuten Geschichte, wie ich das verstehe. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben in diese wunderschöne Turnhalle, in der wir Hochleistungssport bieten wollen, eine Alternative Ihnen vorstellen wollen, die unbedingt am 24. September in den Bundestag einziehen soll. Wir hoffen, ich hoffe immer persönlich, dass auch einige dabei sind, die noch unentschlossen sind oder die sogar gegen uns sind, aber uns die Möglichkeit geben, uns ihn einmal vorzustellen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Sie haben sich möglicherweise gerade ein Bild gemacht, weil der Wahl-O-Mat gerade unterwegs ist, und haben den einmal ausprobiert und kommen dann zu irgendeinem Ergebnis. Ich möchte den Wahl-O-Mat zum Anlass nehmen, einmal darauf hinzuweisen, wie unglaublich manipulativ dieses Ding ist. Das ist, und so funktioniert Politik. Der Wahl-O-Mat fragt unter anderem: Soll die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der EU verstärkt werden? Das klingt so ganz nett, nicht? Mit Zusammenarbeit ist immer gut. Was die meinen, ist aber die immer tiefere Integration und Harmonisierung aller Verhältnisse in der EU und letztlich eben die Abgabe unserer Souveränität, sodass wir an dessen Ende einen EU-Staat haben. Das heißt, die eigentlich richtige und weniger manipulative Frage wäre gewesen: Wollen Sie die Vereinigten Staaten von Europa? Oder eine Stufe drunter: Möchten Sie noch mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene heben und abgeben von Deutschland nach Brüssel? Das wäre eine ehrliche Frage. Da würde ein anderes Ergebnis herauskommen, als wenn die Frage lautet: Die Zusammenarbeit, soll sie verstärkt werden? Dann gibt es eine weitere Frage. Die heißt: Soll der Ausbau der erneuerbaren Energien dauerhaft finanziell vom Bund gefördert werden? Das ist eine Frage, die ist top aktuell in meinen Augen zugeschnitten auf eine Aussage, die Herr Altmaier vor ungefähr 3 Tagen gemacht hat oder 4 Tagen, also in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Herauskommen des Wahl-O-Mat. Herr Altmaier hat jetzt festgestellt, also sprich die CDU-Regierung hat ja festgestellt, dass diese EEG-Umlage völlig ballerballer ist. Die ist nicht mehr zu bezahlen, die explodiert, immer mehr Menschen können sich den Strom nicht mehr leisten. Sie ist sozial ungerecht, ich benutze das Wort, dieses eine Wort sehr, sehr vorsichtig nur und sehr, sehr selten. Aber ich sage immer, diese EEG-Umlage, die der kleine Mieter dem Hauseigentümer zu bezahlen hat, unabhängig davon, wie viel Einkommen der Mieter hat und wie vermögend der Vermieter ist, diese EEG-Umlage ist nicht unsozial, die ist asozial. Und das versteht man auch nicht. Deswegen hat Herr Altmaier vor ungefähr 4 Tagen gesagt, der Anstieg der EEG-Umlage, muss gestoppt werden und das muss jetzt steuerfinanziert werden. Das ist exakt die Frage, die jetzt hier im Wahl-O-Mat drinsteht. Soll das vom Bund übernommen werden? Sie hätten auch fragen können: Ist die EEG-Umlage, war es richtig, sie einzuführen, oder gehört die EEG-Umlage abgeschafft? Ja, dann wären wir an der richtigen Stelle. Diese Frage ist abgestellt auf die CDU. Und dann gibt es ganz viele Fragen zu den Themen Begrenzung der Nutztierhaltung in Gemeinden, Legalisierung von Cannabis, es geht um die Impfpflicht, um das BAföG, elternunabhängig weiter zu zahlen, oder um die ökologische versus konventionelle Landwirtschaft. Ich will keines dieser Themen bagatellisieren. Das sind sicherlich alles wichtige Themen. Aber es gibt keine Frage zu dem Thema Islam. Es gibt keine Frage zu dem Thema Grenzschutz. Es gibt keine Frage zu dem Thema Familiennachzug. Es gibt keine Frage zu dem Thema Abschiebung. Es gibt keine Frage zu dem Thema GEZ-Abschaffung. Es gibt keine Frage zu dem Thema Bargeld erhalten. Es gibt keine Frage zu dem Thema direkte Demokratie. Meine Damen und Herren, wenn diese Fragen gestellt werden würden, dann würde das Ergebnis, das für
für die meisten herauskommt, signifikant sich Richtung AfD verschieben, weil diese Themen allein bei uns im Angebot sind und weil alle anderen Parteien dagegen sind und weil man eben gezielt mit diesem Wahlomaten Propaganda betreibt. Das will ich jetzt mal so hart sagen. Diese Themen sind so zentral, die sind so Bestandteil der öffentlichen Debatte im Moment, sie berühren die Zukunft dieses Landes und sie dominieren auch die öffentliche Debatte in einer Art und Weise, dass es ein Unding ist, dass stattdessen gefragt wird nach Nutztieren, Cannabis, Impfpflicht und BAföG. Ja, das steht in gar keinem Verhältnis. Also denken Sie sich die Dinge dazu. Es gibt im Übrigen einen wunderbaren Wahlomaten, in Anführungszeichen einen AfD-Wahlomaten. Ich habe den gestern, glaube ich, getwittert. Das können Sie auf meiner Twitter-Timeline sehen. Da wird gefragt nach den Themen der AfD. Also wenn Sie den mal verbreiten wollen an Freunde, Verwandte und Bekannte, die einfach mal ehrlich wissen wollen, ob sie programmatisch auf unserer Seite sind, dann muss man diesen Link verschicken. Das ist ein Wahlomat, den der Bezirksverband Reinickendorf in Berlin entwickelt hat. Der ist super, aber der ist eben ehrlich. Da können die Leute das mal sehen. Dieser Wahlomat ist manipulativ. Wie so vieles andere auch. Ich möchte gerne einmal auf die Uhr schauen, 4:15. Das hier habe ich besser im Blick. Mir wurden 25 Minuten. 45? Heieiei. Ich habe den Wahlomaten nach vorne gestellt, weil das jetzt das aktuellste Beispiel ist, wie wir irgendwie manipuliert werden sollen oder wie so hinten herum Botschaften vermittelt werden. Es werden aber auch vorne herum Botschaften vermittelt und die finden sich in aberwitzigen Schlagzeilen. Ich sage immer, das sind Schlagzeilen von Nachrichten, die ein Schlaglicht werfen auf den Zustand unseres Landes. Die braucht man einfach nur nacheinander zu zitieren. Und das sind die letzten zwei Wochen. Im Hamburger Abendblatt war zu lesen, Merkel und Scholz, Doppelpunkt, abgelehnte Asylbewerber integrieren. Also ich finde es immer schwierig, das nett zu kommentieren, weil es einfach nur verrückt ist. Da brechen unsere Gerichte zusammen vor Hunderttausenden von Verfahren und die Kanzlerin sagt dann in Hamburg, abgelehnte Asylbewerber muss man natürlich integrieren. Was soll man sonst mit denen machen? Klare Antwort von der AfD, Abschied. Zwei Schlagzeilen im Fokus. Die eine lautet, Orban will Ungarns Grenzzaun zu einem unüberwindbaren Wall ausbauen. Und die zweite lautet, um den Flüchtlingsstrom zu stoppen, Doppelpunkt, Merkel will Schleppern Jobs verschaffen. Das ist einfach nur noch irre. Ja, das ist einfach nur noch irre. Das sind Hochkriminelle, die ein Multimilliardengeschäft hier haben und sie meint jetzt, dass sie den Flüchtlingsstrom am besten dadurch besiegt, dass sie denen ein anderes Multimilliardengeschäft vermittelt, denn ich glaube nicht, dass die alle bereit sind, Kellner zu werden oder Schuhe zu putzen. Das ist vollkommen verrückt. Dann hat die Welt, die sich in besonderer Weise hervortut, das muss man wirklich sagen, mit komischen Artikeln und komischen Überschriften, aber hier mit einem komischen Artikel. Dessen Überschrift lautet, das AfD-Programm ist das sprachlich Unverständlichste. Ich sage immer so, ich habe dafür Verständnis dafür, dass die unser Programm nicht verstehen, weil da stehen so Fremdworte drin, wie Ehe und Familie, Obergrenze und Leitkultur. Und dann stehen da so ganz lange, komplizierte Sätze drin, die auch schwierig zu erfassen sind für Menschen eines geringeren IQs. Das heißt, Stopp der Islamisierung, Nein zu GEZ und Schluss mit Gender Mainstreaming. Auch kompliziert, deswegen sprachliche Unterschiede.
der Erkenntnis bereichert, dass wir die Türkei im Kampf gegen den internationalen Terrorismus unbedingt brauchen. Und dann schickt er nach, Zitat, auch wenn die Türkei und Deutschland unterschiedliche Ansichten haben, wer Terrorist ist. Denn was für Herrn Erdogan Terroristen sind, sind für uns zum Beispiel Journalisten oder Polizisten oder Bürger. Ganz egal. Also wenn man gemeinsam Terroristen jagt, muss man das ganz wichtig, dass man dann die gleichen Leute jagt und nicht unterschiedliche. Ich habe seit ein paar Tagen den Kardinal Wölki mir vorgenommen, den mal zu zitieren und in Erinnerung zu rufen. Kardinal Wölki, der jetzt Köln bereichert, sagt zu islamistischen Terroristen, das seien verirrte junge Leute, die sich oft zu kurz gekommen fühlen und für die alles getan werden muss, um ihnen eine Perspektive zu bieten. Wir sind auch ganz doll der Meinung, dass diesen jungen Menschen eine Perspektive geboten werden muss, entweder im Gefängnis oder zu Hause in den Ländern, aus denen sie herkommen. Wir sind nicht der Meinung, dass diesen Massenmördern, diesen potenziellen Massenmördern mit Integrationskursen und Flirtkursen, mit Tanzkursen oder Sprachkursen, mit Häkelkursen oder sonst was beigekommen werden kann. Diese Menschen, sage ich immer, sind sehr viel weniger verwirrt und verirrt als der Kardinal, denn sie wissen ganz genau, was sie vorhaben. Sie setzen das um, was so auch in ihrem Koran steht. Dort steht drin, tötet die Ungläubigen, wo ihr sie trefft. Und genau das tun sie. Und ich wünschte mir von unseren Kardinälen und von unserer Kirche, dass die sich hinstellen, sich erstens aus der Politik raushalten, insbesondere aus der Parteipolitik heraushalten und anfangen, die Bibel ernst zu nehmen, sich vor die Christenschützen zu stellen und das Evangelium zu verkünden. Und an das erinnern, was als Anlass, ich nehme das als Anlass, darüber zu sprechen, was diese Kirchen am Rande des Bundesparteitages der AfD in Köln im April diesen Jahres gemacht haben. Dort haben beide Kirchen am Freitag vor dem Parteitag aufgerufen zum Gebet gegen die AfD. Wer zu einem Gebet, das sage ich jetzt mal so an alle, die vielleicht mit der Kirche nicht so haben, man betet nicht gegen etwas. Man betet immer für etwas. Man betet für, am Ende auch für den Sünder, für den Mörder, dass er sich bekehrt. Man betet für, man betet nicht gegen. Und das tun die Kirchen aber gegen die AfD. Und dann tun sie dies mit dem zusätzlichen Hinweis darauf, dass sie sagen, unser Kreuz hat keine Haken. Das war auf uns gemünzt. Und ich bitte Sie, ein Bild will ich in Erinnerung rufen, und wenn Sie dieses Bild verpasst haben, dann nehmen Sie es mit oder schauen Sie es sich an. Ich kann es ja nur mit Worten beschreiben. Im Oktober 2016 sind die beiden obersten Vertreter unserer Amtskirche. Auf dem Tempelberg gewesen. Exakt. Kardinal Marx als Vorsitzender der Bischofskonferenz, der katholischen, und der bayerische Landesbischof Bedford Strom als Ratspräsident der EKD in Tempelberg, in Jerusalem auf dem Tempelberg gewesen, oberhalb des Kreuzweges. Und sie haben dort aus Rücksichtnahme auf die Gastgeber ihr Kreuz, das sie sonst tragen, abgelegt. Es gibt ein Foto, wo diese beiden Herren ohne das Kreuz, wenn sie so wollen, nackt, da oben stehen und ich weiß nicht was machen. Dieses Bild ist an Symbolik überhaupt gar nicht überzubewerten. Dieses Bild zeigt erstens, wer die Unterwerfung verlangt und wer sich unterwirft. Und das tun unsere Kirchenvertreter, und zwar nicht irgendwo, das finde ich kommt erschwerend noch hinzu, sondern in unmittelbarer
unmittelbarer Nähe vom Kreuzweg, dort, wo Jesus Christus sein Kreuz getragen hat, bis nach Golgatha, wo er an das Kreuz geschlagen worden ist. Das ist, was wir Christen glauben. Und dort legen sie das Kreuz ab. Es gibt keine Gruppe, keine größere Gruppe in der Welt als die Christen, die für ihren Glauben verfolgt werden. Aber Tausende sterben dafür. Sie werden ermordet, sie werden verfolgt. Wir wissen, dass bis auf die Flüchtlingsboote werden sie verfolgt von ihren muslimischen Mitflüchtlingen und so weiter und so weiter. Die Christen werden verfolgt, sie werden getötet. Wir haben Märtyrer und Heilige, die wir dafür verehren, dass sie an ihrem Glauben festgehalten haben und für diesen Glauben bereit waren zu sterben. Und diese beiden, ich sag's mal jetzt, wohlgenährten älteren Herren, gehen auf den Tempelberg und nehmen das Kreuz ab, aus Rücksichtnahme, weil die das nicht akzeptiert hätten. Was sind das für Kirchenvertreter? Und die sagen, ich sage, euer Kreuz hat keine Haken, ihr habt das Kreuz abgenommen. Euer Kreuz hat nicht nur keine Haken, euer Kreuz hat nicht mal ein Kreuz. Ich kann natürlich die Reihe der vielen irrsinnigen Nachrichten, die lässt sich wirklich beliebig fortsetzen. Es ist für mich jeden Tag auf der einen Seite im ersten Moment ein Schock, weil man es ja schlecht kaum mehr aushalten kann, was man liest, und auf der anderen Seite natürlich Antrieb dafür, dass wir weitermachen müssen, unbedingt mit dem, was wir tun. Vielleicht noch ein Beispiel. Was am 20. August in der Welt stand. Die Welt schreibt, für die Deutschen ist Zuwanderung kein sehr wichtiges Wahlkampfthema. Und keine 5 Tage später schreibt die gleiche Zeitung, Zuwanderung verunsichert die Deutschen wie kein anderes Thema. Ich benutze das Wort Lügenpresse nicht selber. Ich mag dieses Wort einfach so als Wort nicht. Aber diese Presse muss sich nicht wundern, wenn die keiner mehr ernst nimmt und wenn die Leute auch sauer werden auf die Presse. Das ist Manipulation, das ist Fake News, das ist Unwahrheit, das ist einfach schlecht, was die dort machen. Und noch schlechter ist natürlich das, wie sie dem jetzt im Netz begegnen, nämlich mit Zensur. Die Welt hat am 26. August beispielsweise einen Artikel gebracht, wieder die Welt, über 3 Deutsche, die in Spanien einer Vergewaltigung vorgeworfen werden. Das ist ein kurzer Artikel, es geht um die 3 Deutschen, 3 deutsche Touristen, 3 Deutsche. Es gibt einen spanischen Ursprungsartikel, von dem aus sie das übersetzt haben, aus der Zeitung, aus dem Blatt El País. Die haben im Prinzip den Artikel von El País wörtlich übersetzt, bis auf 2 Worte, die haben sie nicht übersetzt. 3 deutsche, marokkanische Herkunft. Und das ist einfach, das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und ich sage denen, passt mal auf, überlasst uns doch das Denken selber. Es ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass die uns Informationen gezielt vorenthalten, weil sie nicht möchten, dass wir selber denken und dass wir zu Schlüssen kommen, die denen nicht passen, die in ihr buntes, fröhliches, tolerantes, ich weiß nicht was, Weltbild eben nicht hineinpasst. Und das ist ein Ausdruck von der Haltung, die die haben. Die wollen uns nicht informieren, die wollen uns gezielt manipulieren. Sie wollen, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht denken. Und deswegen enthalten sie uns die Nachrichten vor. Diesen Vorwurf müssen sie uns gefallen lassen. Und deswegen sind wir so sehr dagegen. Dass jetzt die große Zensurwelle durchs Internet läuft. Das tut sie nämlich gerade. Es werden Zehntausende von ganzen Facebook-Accounts werden gelöscht. Es werden Beiträge gelöscht, die vollkommen harmlos sind. Es ist jetzt jemand für 30 Tage gesperrt worden, das habe ich gestern oder vorgestern gelesen, der sich ganz tatsächlich
sachlich gegen die Ehe für alle gestellt hat. Er hat gesagt, wenn es Ehe für alle gibt, dann muss es auch Ehe für alles geben. Wo führt das alles hin? Irgendwie so. 30 Tage Sperre auf Facebook. Und David Berger, ein bekannter Publizist und bekennender und bekannter Homosexueller, der hat geschrieben, ich zitiere das mal aus dem Kopf, liebe Grüne und liebe Berufshomos, wird es nicht langsam Zeit, dass wir umdenken und darüber nachdenken, ob die AfD wirklich die größte Gefahr für uns schwule Männer ist? Dafür gibt es 30 Tage Sperre auf Facebook. Das darf man da nicht mehr schreiben. Das ist alles Hass und Hate. Und daran erkennen wir, dass es hier nicht um Hass geht, sondern es geht um das Verbieten von Meinung. Im Übrigen kann man Hass auch nicht verbieten, denn Hass ist in der Tat keine Meinung, sondern eine Haltung, eine innerliche Positionierung zu etwas, das man ganz furchtbar entsetzlich findet. Und ja, Hass ist eine negative Haltung. Das ist nichts Schönes, das ist nichts Hübsches, das ist nicht irgendwie nett und freundlich und wir wollen möglichst wenig Hass in unserer Welt. Aber zu glauben, dass man das durch Zensur beseitigt, ist, ich glaube, das Gegenteil. Ich glaube, man erreicht das Gegenteil davon. Ich glaube, dass Menschen, die wütend sind über die Situation und denen man jetzt auch noch das Ventil zustopft, über das sie das rausgelassen haben, keinesfalls sich beruhigen und jetzt irgendwie friedlich wieder anfangen, ich weiß nicht, am Fließband zu arbeiten. Ich glaube, wir feuern damit die Wut nur an, die manche Menschen tatsächlich haben. Und nein, wir finden das nicht gut, dass Menschen wütend sind, beziehungsweise wir finden es nicht gut, wenn Menschen ihre Wut dann an den Leuten auslassen, die nichts dafür können. Und das sind die Migranten. Das muss man mal ganz klar sagen. An die Wut auszulassen, ist der vollkommen falsche Weg. Denn die machen alles komplett richtig. Denen hält man eine Schüssel Gold hin, wir halten denen eine Schüssel Gold hin, und sie greifen hinein. Selbstverständlich tun sie das. Wir würden das auch tun. Wir wären schön blöd, wenn wir es nicht täten. Ja, man kann den Menschen keinen Vorwurf machen. Deswegen demonstrieren wir nicht vor Asylbewerberheim, sondern vor dem Kanzleramt. Denn da sitzen die Verantwortlichen für dieses Riesenchaos. Weiter. Ich will das mal an dieser Stelle einfach abkürzen. Ich möchte einen Punkt machen, der ist mir wichtig. Ich habe das Kapitel mal überschrieben mit von guten Menschen und großen Zahlen. Vielleicht hat der eine oder andere diesen Beitrag schon mal von mir gehört. Aber ich stelle diese Frage, weil ich sie für zentral halte. Ich halte sie für absolut zentral für die Politik, die wir gerade mit Blick auf die Migration erleben. Sie wissen ja, dass Frau Merkel, Sie erinnern sich an den Spiegeltitel, Mutter Angela, Mutter Teresa, die heilige Kanzlerin, ja, war die Inkarnation des Guten und wir des Bösen, weil wir für Grenzschutz waren, weil wir gesagt haben, das dürfen wir so nicht machen, und zwar 2015 schon, also vorher auch schon, aber da ganz, ganz laut, das geht so nicht. Wir müssen das politische Signal in die Welt senden, keiner kann mehr kommen und wir müssen zumachen. Und Frau Merkel hat gesagt, nee, die können alle kommen, wir wissen zwar nicht, wer die sind, die haben ja keine Ausweispapiere, wir kontrollieren sie auch nicht, aber wir versichern euch, eins wissen wir ganz genau, die sind auf gar keinen Fall gefährlich. Ja? So. Und das, deswegen war sie die Gute. Und ich möchte, und natürlich sind auch die Guten, die Gewerkschaften und die anderen Parteien und alle, die für Massenmigration sind und für offene Grenzen und so weiter. Das sind alles die Guten. Und ich möchte die Guten fragen, ich möchte von den Guten nur eine Frage beantwortet haben, eine Zahl. Ich möchte, dass die Guten mir eine Zahl nennen und sagen, wie viele seid ihr der Meinung, ihr Guten, können wir aufnehmen und wo sagt ihr dann jetzt, ist es mehr schaffen wir tatsächlich nicht. Sagt diese eine Zahl, wir müssen über diese Zahlen jetzt reden, weil wir über internationale Massenmigration aus auch Afrika reden und wir wissen, dass dieser Kontinent am dramatisch wachsen ist. Bevölkerungswachstum in Afrika pro Jahr etwa 40 Millionen. Also alle zwei Jahre wächst Afrika um die Bevölkerung von Deutschland. So. Und deswegen müssen wir über Zahlen reden. Wir können nicht nur, ja, aber man kann die doch nicht ertrinken lassen und die Grenze schützen, geht doch gar nicht und das ist alles ganz unmenschlich und die leben in Not und Armut, ja, darüber können wir uns allen Kopf machen, aber wir müssen die Frage
Frage beantworten, wie viele von denen können wir bei uns aufnehmen? Und ich bin der Meinung, selbst der gutste Gutsmensch, also so jemand wie Kardinal Koch, Volker Beck, Claudia Roth oder Angela Merkel, irgendeiner von denen muss sagen, okay, 160 Millionen, da müssten sogar die sagen, dass wir mehr dann auch nicht schaffen. Also jeder von uns nimmt zwei auf. Ja, ein Ehepaar nimmt vier auf, ein Ehepaar mit zwei Kindern nimmt acht auf. Also in jedes Kinderzimmer kommen noch zwei Flüchtlinge rein. Ja, ich sage immer, wenn das Kinderzimmer aufgeräumt ist, dann sind am Boden in den meisten Kinderzimmern 4 Quadratmeter noch Platz. Zwei Matratzen, zweimal 1 Meter. Aber allen muss klar sein, dass dann echt mehr auch nicht geht, wenn wir 160 Millionen aufgenommen haben. 160 Millionen. Und dann muss noch, aber auch nur noch diese eine zweite Frage beantwortet werden. Und dann? Was dann? Dann haben wir 160 Millionen bei uns. Und dann? Das müssen die Guten beantworten, diese Frage, und das tun sie nicht. Sie müssen die Frage beantworten, was haben wir dann erreicht? Haben wir dann in der gesamten Welt keinen Krieg mehr und keinen Bürgerkrieg und keine Armut und keine Not und auch nicht aus anderen Gründen Menschen, die meinen, vielleicht doch noch zu uns kommen zu wollen? Oder ist die Situation einfach vollständig die gleiche? Nur, dass jetzt 160 Millionen Menschen in ihrem Kontinent funken, nach Afrika beispielsweise, hey, wir sind hier und es ist hier immer noch besser als bei uns zu Hause. Und dann wollen noch mehr kommen. Wir haben gar nichts erreicht. Das ist der springende Punkt. Wir haben, wenn wir 160 Millionen Menschen bei uns aufgenommen haben, 4 Jahre lang nur den Bevölkerungszuwachs aus Afrika bei uns aufgenommen. Nach diesen 4 Jahren sind 160 Millionen bei uns und in Afrika leben immer noch genauso viele Menschen wie heute. Die Not ist exakt genauso groß, wahrscheinlich noch größer, weil wir schon in der Zwischenzeit Schwierigkeiten hatten, manche Entwicklungshilfeprojekte zu fördern, die wir jetzt noch machen. Und da stellen wir mal, dass die gut und richtig sind. Wir haben nichts erreicht. Wir haben gar nichts erreicht. Das muss einfach klar sein. Und das ist das eine. Diese Frage müssen die Guten beantworten. Wie viele? Und ich habe für die Grünen einen Hinweis. Liebe gute Grüne, denkt ihr mal scharf nach. CO2 ist doch ein Giftgas. Wir sind nicht der Meinung. Ja, bei uns hat CO2 was mit Pflanzenwachstum zu tun, aber für die Grünen ist CO2 ein Giftgas, das wir am besten aus der ganzen Welt eliminieren müssen. Selbst wenn wir alle aufhören zu atmen, mindestens müssen wir alle aufhören, Auto zu fahren oder Bus zu fahren oder Kreuzfahrten zu machen oder zu fliegen oder über Autobahnen zu fahren. Besser ist, wir fahren Fahrrad und noch besser ist, wir gehen zu Fuß. Und noch besser ist natürlich, wir gehen zu Fuß barfuß, weil man dann auch keine Schuhe produzieren muss und so weiter und so weiter. Soll heißen, liebe Grüne, denkt doch mal nach, wie viel CO2 ein Afrikaner in Zentralafrika produziert, wenn er dort lebt und wie viel CO2 der produziert, wenn der zu uns kommt und hier lebt. Alleine schon deswegen müsst ihr doch auch zu der Erkenntnis kommen, dass das nach eurer Logik, innerhalb eurer Denke, nicht geht. Ich finde, ich warte immer noch auf die Antwort der Grünen darauf, dass sie sagen, stimmt, haben sie eigentlich recht. Das ist natürlich völlig unverantwortlich, weil dann sterben wir ja alle, wenn hier so viel CO2 emittiert wird. Aber irgendwie haben die noch nicht reagiert. Ich möchte über Zahlen reden. Ich habe meine Unterlagen etwas schlecht präpariert, das gebe ich offen zu. Ich möchte über Zahlen reden. Nicht nur über andere Zahlen, also das waren die großen Zahlen insgesamt. Über den Euro und über die Schulden und über den Haushalt. Uns wird die ganze Zeit mit Blick auf die Euro-Krise, und das ist im Übrigen ein weiteres riesiges, großes Kapitel, über das viel zu wenig gesprochen wird, weil es eben nicht so viele Bilder liefert, wie jetzt die großen Flüchtlingsheime oder Flüchtlingsströme oder Flüchtlingsboote oder Kinderaugen. Das, was mit der Eurozone passiert, ist eben nicht so bildhaft, aber auch sehr, sehr dramatisch. Und uns wird die ganze Zeit gesagt, dass wir im Moment die Eurozone kaputt sparen seit der Euro-Krise. In Zahlen ausgedrückt heißt das kaputt sparen,
dass seit Ausbruch der Eurokrise 2010 in Frankreich die Schulden um 28% gewachsen sind, in Italien um 19%, in Spanien um 70% und von Griechenland behauptet man, sie seien gesunken, weil man den Schuldenschnitt, den die gekriegt haben, einfach mal rausgerechnet hat. Deswegen auch in Griechenland dramatisch gewachsen. Und dann hören wir mit Blick auf die Schulden, dass wir ja so einen tollen Finanzminister haben, der so wahnsinnig solide gewirtschaftet hat und jetzt eine schwarze Null schreibt. Das ist alles ganz super und so weiter. Raten Sie mal, um wie viel Prozent die deutsche Staatsschuld gestiegen ist, seit Angela Merkel regiert. In Prozent. Frau Merkel ist für einen Schuldenanstieg von 39% verantwortlich. 39%. Seit 2005. Von 1,5 Billionen auf 2,1 Billionen. Gigantissimo. Und das bei ständig steigenden Steuereinnahmen auf historischen Höchstständen. Aber sie hat die Ausgaben immer noch weiter gesteigert als die Einnahmen. Vollkommen irre. Und obwohl die Schulden um 39% gestiegen sind, ist das, was Herr Schäuble an Zinsen dafür bezahlen muss, um 52% gesunken. Und das ist erheblich, denn die Zinslast war mal der zweitgrößte Ausgabenfaktor in unserem Ausgabenteil im Bundeshaushalt. Die Zinsen sind dramatisch in den Keller gegangen und deswegen spart der Finanzminister dieses Geld, das er sonst ausgeben müsste und stellt sich dann vor uns hin und sagt, ich bin Dollarmann, habe ganz viel gespart, wir gehen sehr vorsichtig mit dem Steuergeld um. Das ist alles eine ganz große Lüge, denn diese niedrigen Zinsen auf der Seite des großen Schuldners sind Verluste bei den kleinen Sparern, die nämlich auch keine Zinsen mehr kriegen und die summieren sich seit 2010 auf 344 Milliarden Euro, die wir Sparer nicht mehr haben. Dafür hat Herr Schäuble eine schwarze Null. Auch das ist in der Kategorie zwischen unsozial und asozial. Denn wie er aber schon gesagt, wo die Richtung hingeht, die Deutschen müssen sich dauerhaft auf eine höhere Inflation einstellen, bei gleichzeitiger Negativzins bzw. Nullzins, aber es wird auch Negativzins geben. Auch das kann man in Zahlen abbilden. Wenn wir eine Inflation von 3% haben, die werden wir bekommen, dann wird das weitere 165 Milliarden Euro Zinsverluste sein, also Zinsen, die wir nicht bekommen auf unsere Sparvermögen. Gigantisch, absolut gigantisch, immer auf Kosten der Kleinen, immer auf Kosten der Kleinen. Und es wird weitergehen, es ist nicht nur so, dass wir Zinsverluste hinnehmen müssen oder Inflation hinnehmen müssen, sondern wir werden jetzt einen EU-Haushalt bekommen, einen Euro-Haushalt, einen Euro-Finanzminister. Einen Finanzminister, der innerhalb der Eurozone dann Steuererhebungsbefugnisse bekommt, der wird dann Steuern erheben. In Summe wird das meiste aus Deutschland kommen und das investieren wir dann, weil es Probleme in Portugal gibt oder in Spanien oder in Bulgarien oder irgendwo anders, wird dann eben dort investiert. Vollkommen verrückt, das kommt. Das ist faktisch angekündigt, weil Frau Merkel gesagt hat, darüber können wir nachdenken. Und Herr Kempf, der ist der Chef des BDI, der hat das auch schon im Prinzip zugestimmt, Schäuble sowieso und so weiter. Diese Dinge werden alle kommen. Darauf können wir uns einstellen. Das ist ein gigantisches Programm, was dort anlaufen wird. Also wir verlieren nicht nur an Sparen, sondern wir werden auch ganz direkt demnächst besteuert und das Geld fließt ab. Mit Blick auf die großen Zahlen und die großen Kosten, noch ein paar Zahlen. Das hatte ich vorhin bei den 160 Millionen Flüchtlingen vergessen. Die Flüchtlinge, die wir jetzt hier haben, die kosten uns 2018 nur für den Bund 24 Milliarden. Das sind nur die ausgewiesenen Kosten, das ist bei weitem nicht alles, überall sind noch lauter andere Ausgaben versteckt und so weiter. Aber das ist, was der Bund immerhin mal öffentlich zugibt. 24 Milliarden. Es ist ein Vielfaches davon am Ende. Bund und Länder lassen wir weg.
Diese 24 Milliarden Euro, die das kostet, sind Gelder, die woanders Einnahmen sind. Der Bund gibt das aus und jemand anders hat Einnahmen, meine Damen und Herren. Das müssen wir immer dazu denken. Es gibt eine neue Industrie, eine 24 Milliarden, deutlich drüber, Industrie, die jetzt Einnahmen generiert hat, die sie gerne behalten möchte. Das ist eine riesen Lobby. Und das, was ich jetzt wissen möchte, und zwar ganz und zuvörderst von den guten christlichen Kirchen. Liebe Vertreter, lieber Herr Marx, lieber Herr Bedford Stroh, legt doch bitte einmal offen, wie viel ihr umsetzt mit eurer Großherzigkeit und wie viel Gewinne ihr mit eurer Großherzigkeit macht. Ich finde, darauf haben wir einen Anspruch, dies zu wissen. Keine Luft hat für Steuersenkung, weil ja die Ausgaben immer so sehr steigen. Diese Bundesregierung hat die Steuereinnahmen in den letzten Jahren immer gesteigert. Schätzen Sie mal, um wie viel die Steuereinnahmen von Bund und Ländern in den letzten 5 Jahren gestiegen sind, in Prozent. Denken Sie über Ihr eigenes Einkommen nach, wie viel ist das gestiegen in den letzten 5 Jahren? Und im umgekehrten Verhältnis sind sie dann beim Staat. Bund und Länder haben in den letzten 5 Jahren ein Plus an Einnahmen von 23% verzeichnet. Das ist fast ein Viertel mehr. Und wenn der Staat mehr Geld in der Tasche hat, dann hat er das in der Regel deswegen, weil es aus ihren Taschen rausgenommen worden ist. Der Bund alleine, ohne die Länder, hat einen Einnahmenplus von 16,5%. In den letzten 5 Jahren. Die haben kein Geld, Steuern zu senken. Meine Damen und Herren, das Steuersenkungsprogramm, haben wir das hier auf dem Plakat, -7% Punkte Reduzierung der Mehrwertsteuer. Wir wollen die Mehrwertsteuer um 7% Punkte senken. Das können wir spielend bezahlen. Das können wir spielend bezahlen aus den Steuererhöhungen der letzten 2 Jahre alleine oder 3. Was hat uns das noch gekostet? Die Mehrwertsteuererhöhung, die die ja durchgeführt haben, schwarz und rot, 2007 auf 19%, hat uns seit 2007 275 Milliarden Euro aus den Taschen gezogen. Das ist Geld, das wir sonst ausgeben würden. Das haben wir jetzt nicht mehr, weil es der Staat hat. Der Zinsverlust für die Sparer wegen der EZB-Politik, hatte ich schon gesagt, sind 344 Milliarden Euro. Geld, das wir eigentlich in den Taschen hätten und jetzt nicht in den Taschen haben, aber der Staat spart. Die kalte Progression, die jedes Mal vor jeder Bundestagswahl versprochen wird, dass man sie abschafft, wird natürlich nie abgeschafft, hat von 2011 bis 2016 70 Milliarden in die Kassen von Herrn Schäuble gespült und die Energiewende hat uns bis 2016 150 Milliarden Euro gekostet. Geld, das wir nicht mehr in der Tasche haben, weil es einer bestimmten Verwendungszweck zugeführt worden ist, den wir nicht frei entscheiden können. In Summe 840 Milliarden Euro, die in unseren Taschen sein müsste und es nicht mehr sind, sondern in der Tasche des Staates oder der Energiesubventionslobby oder wie auch immer ist. Diese Politik, die dort betrieben wird, die ist so brutal gegen die mit wenig Geld und mit mittlerem Geld, die ist so unsozial und die ist eben nicht nachhaltig und schafft eine schwarze Null, sondern sie zieht einfach in riesigen Größenordnungen das Geld aus unseren Taschen. Das ist alles ein Skandal. Das muss sich tatsächlich deutlich ändern. Diese ganzen Themen und viele andere Themen auch. Ich würde gerne alle Themen ansprechen, das geht natürlich nicht. Das ist dann in unserem Programm zu finden. Aber alle Themen, über die wir heute gesprochen haben, sind irrelevant, wenn wir keine Antwort auf die zentrale aller zentralen Fragen finden. Und das ist die Frage, wie gehen wir mit dem Islam um? Wenn wir darauf keine befriedigende Antwort finden, dann brauchen wir uns über Energiewende und Gender und GEZ und Euro überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Das ist dann tatsächlich egal. Denn die Problematik mit dem Islam
findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Und ich drücke das immer so aus, dass ich sage, wenn wir in der Neuzeit leben und mit der Steinzeit Kompromisse machen, landen wir im Mittelalter und dann haben wir auch die Probleme des Mittelalters zu lösen und nicht irgendwelche Energiewende und Gendergeschichten. Ganz wenige Zahlen zum Thema Islam. Umfrage. 1000 britische Muslime. 5% sind für die Steinigung bei Ehebruch. 23% der britischen Muslime sagen, die Muslime sollen nach der Scharia leben. Mann soll nach der Scharia leben. Also da, wo die leben, sollen alle nach der Scharia leben. Das ist deren Ziel. 52% sind der Meinung, dass Homosexualität illegal sein sollte. Das sage ich immer an die Adresse der Homosexuellen und der Berufshomos, um David Berger zu zitieren. Liebe Homosexuelle, ich glaube, ihr solltet tatsächlich mal darüber nachdenken, wer sich schützend vor euch und eure Lebensart und euer Lebensmodell stellt, wenn wir schrittweise immer mehr Schritte hin zur Scharia machen. Die Muslime sind eine Gefahr für euch und das solltet ihr dringend und schnell erkennen. Und dann gibt es 4% der britischen Muslime, die hinter Selbstmordanschlägen stehen. Und jetzt kann man sagen, das sind nur 4%. Das ist ja relativ wenig. Das stimmt. Aber das sind in Summe 100.000 Personen. Und das ist ziemlich viel. Weil es eben, und das ist auch ein Hinweis auf die sonstigen Statistiken, es kommt nicht auf die relativen Zahlen an, sondern auf die absoluten. Die Tatsache, dass die Syrer verhältnismäßig weniger kriminell sind als die Marokkaner beispielsweise, ist vollkommen egal, weil es so viel mehr Syrer sind als Marokkaner bei uns. Das heißt, in absoluten Zahlen führen die Syrer die Statistiken an. Und einer Frau kann es doch relativ egal sein, ja, dass es eben nur einer von 100 Syrern, aber 5 von 100 Marokkanern ist, der sie statistisch gesehen vergewaltigt, wenn sie von dem Syrer vergewaltigt worden ist. Diese Statistik über die relativen Zahlen ist ein Beitrag zur Volksverdummung, den wir von uns weisen sollten. Wir müssen über absolute Zahlen reden und 100.000 britische Muslime, die hinter Selbstmordanschlägen stehen, müssen uns dann nicht verwundern, wenn es anfängt, dort Selbstmordanschläge zu geben, weil diese Menschen einen Rückzugsraum darstellen für die, die solche Anschläge verüben. Wir wundern uns doch nicht, dass es in Krakau und in Warschau und in Prag solche Anschläge nicht gibt. Dort gibt es eben keine Rückzugsräume für diese Muslime. Die gibt es nur dort, wo solche Parallelstrukturen langsam entstanden sind. Wir müssen uns diesem Problem widmen und wenn ich jetzt von den Selbstmordattentätern und denjenigen, die für Steinigung und so weiter sind, nur mal wegkomme und uns hinwende zu den ganz moderaten Muslimen, die bei uns auftreten, zum Beispiel in dem Zentralrat der Muslime, der ja auch so gemäßigt ist, dann empfehle ich Ihnen einfach mal einen Blick auf deren Internetseite zu werfen. Schauen Sie sich mal die Charta der Muslime an, die man dort lesen kann, was dort drin steht. Da steht da alles drin, man muss das nur mal lesen und dann muss man das auch ein Stück weit ernst nehmen. Ich will, weil ich jetzt zum Schluss komme, nur zwei Paragraphen zitieren, die ich immer zitiere. Ich möchte, dass die Menschen im Land diese Paragraphen kennen. Tragen Sie sie weiter. Paragraph 10 des Charta der Muslime sagt, das islamische Recht verpflichtet Muslime in der Diaspora, sich grundsätzlich an die lokale Rechtsordnung zu halten. Das habe ich jetzt extra mal so weggelesen, weil Sie möglicherweise auch über so einen Text lesen. Und jetzt lesen wir das mal Wort für Wort. Hier steht, das islamische Recht verpflichtet diese Muslime, sich an die Rechtsordnung zu halten. Die sagen, euer Recht hier in Deutschland gilt für uns erstmal nicht. Aber es gilt für uns, weil das islamische Recht uns das anordnet. Unser islamisches Recht steht über euer Rechtsordnung. Und das islamische Recht ist jetzt gerade mal so, dass es sagt, haltet euch dran. Da steht hier drin. Und dann steht da drin, das islamische Recht verpflichtet Muslime in der Diaspora. Wir sind für die natürlich Diaspora. Aber wenn die dann irgendwann hier die Mehrheit haben, sind wir nicht mehr Diaspora. Dann sind wir Kernland für die. Und dann halten die sich hier an gar nichts.
zwar ausdrücklich. Und dann steht hier drin, das islamische Recht verpflichtet Muslime in der Diaspora, sich grundsätzlich an die lokale Rechtsordnung zu halten, wie wir alle wissen. Grundsätzlich heißt, es gibt natürlich Ausnahmen. Ja, das versucht jeder von uns, diese Ausnahmen zu verhandeln, wenn wir wieder zu schnell gefahren sind oder wenn wir irgendwelche Steuern nicht gezahlt haben. Die Ausnahmen gibt es nicht, wie wir alle wissen. Dieses Recht gilt für jeden, unmittelbar und ohne Ausnahmen. Für die nicht. Das steht hier drin. Man muss das nur lesen. Ich kann das so weitermachen. Sie sind die im Zentralrat vertretenen Muslime bejahen die demokratische Grundordnung, bla bla bla, und das aktive und passive Wahlrecht der Frau. Na, was sind wir froh, dass Sie das nochmal so sagen, weil das ist offensichtlich gar nicht selbstverständlich. Ich mache das zum Schluss und kürze Abweise nur auf den letzten Artikel noch hin, Artikel 19, der vorletzte. Die sagen auch ganz klar, wie die sich die Integration der Muslime in unsere Gesellschaft vorstellen und was sie dafür alles tun wollen. Steht ja auch drin. Der Zentralrat setzt sich für die Integration der muslimischen Bevölkerung in die Gesellschaft ein und unterstützt, und jetzt kommt es, alle Bemühungen, die in Richtung Sprachförderung und Einbürgerung gehen. Punkt. Die wollen, dass die Leute, die Muslime hierher kommen und Deutsch lernen, und dann ein Passwort. Und dann ist Ende mit der Integration. Und an der Stelle sagen wir auch, wir haben das in der Sprache vielleicht etwas nachjustiert. Wir wollen auch gar nicht, dass die sich integrieren, die sollen sich anpassen. Denn integrieren bedeutet, ich sage, ich habe ein wunderbares Glas Wasser und ich habe ein wunderbares Glas Apfelsaft. Und wenn ich jetzt das Wasser in den Apfelsaft kippe, dann integriert sich das Wasser in den Apfelsaft und ich habe eine Schorle, ich habe etwas anderes. Aber wir wollen gar nicht anders werden. Wir wollen, dass diejenigen, die zu uns kommen, ihren Glauben hier leben. Sie können ihr Leben hier leben, aber wir wollen unser Leben deswegen nicht verändern. Wir wollen das nicht. Wir dulden und wir akzeptieren, wir tolerieren andere Lebensformen, aber nicht um den Preis, dass wir unser Leben jetzt verändern. Ich rede jetzt nicht von dem Zupollern von Weihnachtsmärkten, sondern ich rede von Kleidungsgewohnheiten, Essgewohnheiten, Reisegewohnheiten, von gemeinsamem Schulunterricht, gemeinsamem Schwimmunterricht und so weiter und so weiter und so weiter. Dem Abhängen von Bildern, dem Verbieten von Skulpturen, alle diese Geschichten, alles was wir sehen, aus lauter Toleranz, das wollen wir nicht. Und wenn euch das nicht passt, wie wir hier leben, dann macht das nichts. Und ihr könnt auch nach der Scharia leben, ihr müsst dann nur zurück dahin kehren oder dahin gehen, zurück oder dahin gehen, wo es das gibt. Wenn ihr nach der Scharia leben wollt, wenn ihr eine islamische Diktatur wollt, dann geht zum Beispiel in die Türkei. Da habt ihr das. Also, das Problem mit dem Islam müssen wir in den Griff bekommen. Wenn Sie mit Blick auf diesen Punkt und mit Blick auf vielen anderen Punkten, die vielleicht Uwe Junge gleich noch, auch noch ansprechen wird, ein Ritt durchs ganze Programm, dann empfehlen wir Ihnen natürlich sehr herzlich, am 24. September Ihre Stimme der AfD zu geben und auch Herrn Nolte die direkte Stimme zu geben. Wir werden diesem Parlament ab dem 25. das zurückgeben, was so schmerzlich fehlt, nämlich die Opposition, die es dringend braucht für eine funktionierende Demokratie. Wir setzen uns ein für die Demokratie, für die Freiheit und für unser Land ab dem 25. September. Vielen Dank. Gesagt hat, heute Abend noch mal intensiv nachdenken.
Verbreiten Sie diese Gedanken, die die Frau von Storch hier ausgebreitet hat, die der Herr Junge gleich noch ausbreiten wird. Das würde uns ganz, ganz viel helfen. Als kleines Dankeschön für diese weiten Reisen, die die Referenten übernehmen, haben wir uns was ausgedacht. Und zwar bekommen wir... Nein, jetzt gleich weiter. Jetzt fehlt, wie bei einem Handwerker fehlt jetzt die dritte Hand. Haben wir hier in diese kleine Tüte, die ich jetzt schon der Frau von Storch überreichen will, eine nordhessische Spezialität angepackt, eine Art Wurst. Ja. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, Frau von Storch, eine gute Reise nach Süddeutschland, nach Deggendorf zu kriegen und hoffentlich nicht allzu anstrengenden Wahlkampf zu führen und viel Erfolg weiterhin. Schönen Dank.